Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes and the Devil's Daughter oder auch genannt der Todessimulator 2019. Gut, irgendwas muss ich hier tun. Irgendwelche Sachen kommen von oben runter, die nicht so toll sind. Diese Steine kommen von oben runter, okay. Und dann kommt auch noch Giftgas. Egal, was ich mache, es ist scheiße. Vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, woher ich weiß, was gut ist und was schlecht ist. Warte mal, vielleicht habe ich gerade eine Vermutung. Meine Vermutung trügt mich wahrscheinlich gerade. Ja, tut sie. Aber gut, dass ich das schon mal herausgefunden habe. Aber rein theoretisch wäre ich schon mal ein Stückchen weit gekommen. Bis hierhin wäre ich schon mal gekommen. Da wäre ich auch nicht. Ich hätte dem Skelett vertrauen sollen, was da rumlag, aber gut. Hier war ich ja auch schon. Dann bin ich hierhin gekommen, dann bin ich hier. Dass das Ding so weit sprüht. Gut. Was habe ich denn hier für Anhaltspunkte? Das ist die Frage. Okay. Vermutlich stimmt das nicht, was ich jetzt hier... Ja, aber das... Okay. Ich hatte jetzt gerade die Vermutung, dass die, die keine roten Gesichter haben... Ich habe keine Ahnung, ob das ein rotes Gesicht hat, aber ich hatte gerade die Vermutung, dass die, die keine roten Gesichter haben, gutartig sind. Aber ich, glaube, ich liege da falsch. Gut. Was könnte man denn sonst hier als, Tja. Was ist denn anders bei euch? Sagt mir das doch mal. Ja, da kommt die Mauer runter. Oh nein. Ja, das war schlecht. Gut. Ich habe keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich würde dieses Ding nicht gerne kampflos aufgeben. Ach, jetzt bin ich schon wieder da reingelaufen. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß, hier kam ich hin. Da anscheinend auch nicht. Eigentlich ist alles eine Falle, wo ich hintreten kann. Ich wüsste gern, was ich zu tun habe. Da, 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 da. Warte mal. Da ist da so ein Symbol. Das ist so ein Symbol. Das hat auch so ein... Gut, die Symbole sind es anscheinend auch nicht. Gut. Ich würde sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende. Worin unterscheiden die sich, außer dass manche Farbe haben und manche nicht? Aber die, die Farbe haben, haben mich angespuckt. Das weiß ich. Aber die, die keine Farbe haben, haben mich auch angespuckt. Woran kann man euch denn unterscheiden? Ja, der hatte rote Farbe dran. Der nicht, aber ich weiß, der hat mich auch schon angesprüht. Der hat rote Farbe, der hat rote Farbe. Der hat keine rote Farbe.
Ich glaube, der ist safe. Hier ist safe. Nein! Aber die rote Farbe war doch das Zeichen. Also bin ich gar nicht mal so schlecht in meinem Denken. Das Problem ist bloß, die ist teilweise so scheiße versteckt, dass du sie nicht siehst. Gut, also hier lang. Nein, ein weiter, verdammt. Grummel, grummel, grummel. Hier lang, da lang, hier lang. Hier durfte ich lang. Hier durfte ich, glaube ich, nicht lang. Da durfte ich nicht lang. Gut, dann durfte ich da doch lang. Okay, und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Hier dürfen wir lang und hier dürfen wir lang. Hier hoffen wir lang zu dürfen. Das sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. Hier wird gesegnet aus. Der war böse, okay. Der war böse. Das war nicht unser Freund. Ich glaube, ich probiere dann mal nach links zu kommen danach. Ja, der sieht gut aus. Der sieht auch gut aus. Glück gehabt. Der sieht nett aus. Nein! So kurz davor. Verdammt! Also wenn von euch irgendwann mal der Wunsch kommt, dass ich irgendwas mit den Maya spiele. Nein! Es tut mir leid, aber nein! Hast du irgendwas Rotes an dir? Hast du irgendwas Rotes an dir? Der hatte was Rotes an sich. Das habe ich jetzt gerade sogar gesehen. Toll. Okay. Auf ein neues. Gut, dass man sich irgendwann den Weg so einigermaßen merken kann. Wenn man nur 300 Mal gestorben ist. Du hast nichts Rotes an dir. Du warst böse. Du bist gelernt. Du bist gut. Gut, da komme ich trotzdem nicht lang. Der spuckt zu weit. Blödes Giftgas. So, also hier. Zack, 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 zack. Den probiere ich mal nach außen rum. Bitte seid nett zu mir. Du bist nicht rot. Gut. Ich habe so die Vermutung, das klappt auch nicht. Also muss ich nach links abbiegen. Der ist rot, der ist böse. Du bist hoffentlich nett zu mir. Du bist auch nett zu mir. Du bist auch nett zu mir. Boah! Dieser Heilige! Piep! Wir reden darüber einfach nicht. Hoffentlich. Und da ich jetzt vergessen habe, auf die Uhr zu gucken oder dieses Ding mich einfach so unglaublich hat aufgeregt, muss ich jetzt mal gerade gucken, wie weit ich mit der Aufnahme bin. Es tut mir leid. So, okay, das klappt ja noch gut. So. Wenn jetzt noch ein Rätsel kommt, ne? Dann kotz ich im Strahl. Es tut mir leid, aber dann ist Polen offen. Das ist mein absolutes Hassrätsel, das verspreche ich euch. Aber was man nur sagen kann, mein erster Instinkt war mal wieder richtig. Ich habe ja gesagt, das liegt wahrscheinlich an dem Rot. Dass man das Rot bloß nicht bei allen so gut sieht, ja. Das war dann das Problem dabei. Und ich mag keine Pyramiden mehr. So, ab heute sind sie verboten. Ab heute gibt es keine Pyramiden. Oh, nee. Das ist das typische, wo darfst du draufgehen und wo nicht.
Da bin ich doch nicht mal... Ich bin doch nicht mal so schnell... Verarsch mich halt. Okay, dann gehe ich halt hier lang. Hä? Was ist denn jetzt falsch bei dir? Ich bin nicht mal auf Rennen. Oh. Okay, ich muss anscheinend rennen, aber irgendwie ist die Steuerung dabei scheiße, weil irgendwie will er nicht. Ach, jetzt auf einmal. Was ist denn falsch bei dir? Sherlock, ich habe ein Problem mit dir. Da lang, da lang, da lang. Nein, da lang. Gut, dass das Ding nicht so schnell reagiert hat, wie es sollte. Endlich! Also, ich werde auf jeden Fall niemals einen Tempel erkunden. Das habe ich gelernt. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass ich niemals einen Tempel erkunden werde. Oh, gleich geht wieder die Tür hinter uns zu. Der Schatz von Tekun Uman. Mhm. Wenn man das Ding jetzt anpackt, dann passieren hier gleich wunderschöne Dinge. Der Kalender. Er war hier. Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Ist korrekt. Und wenn du das Ding hier gleich nimmst, dann ist Eskalation pur. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Ja, ist korrekt. Ich vermute, der hat mit diesem Ding zu tun. Das ist die Statuette, die Marley, Sir Charles und Greystock unter sich aufgeteilt haben. Ja, ist korrekt. Wusste ich auch schon. Und die Dinger bringen dich wahrscheinlich um. Ich hab's ja gesagt. Dankeschön, dass du mir ins Ohr schreist. Was? Kopfhörer auf? So laut kann das nicht gewesen sein. Gut, also einer davon ist richtig. Und alle anderen sind falsch. Okay. Also, wir gucken uns mal diesen komischen Kopf an. Das ist so ein komischer... Der gute Naseweiß. Naseweiß, Naseweiß, Naseweiß. Rein theoretisch würde ich sagen, der hier. Und die anderen sehen anders aus. Ich nehme Naseweiß. Ich bin ein Genie. Ich sollte doch Lara Croft werden. Ja, doch. Ich bin dafür, dass ich das... Och Mann, ich dachte, das passt jetzt. Dass es nur das wäre. Okay. Dann habe ich... Nein. Es hat mit der Eins zu tun. Ich glaube nicht, dass das im Kreis rumgeht. Okay. Eins mit Strich. Da sind zwei Punkte. Ganz links. Ja, ist korrekt. Ich nimm bin... mal die. Pro Punkt 1 und pro Strich 5. Jetzt bin ich verwirrt. Da sind Punkte und Striche. Ein Punkt ist 1, ein Strich ist 5. Das habe ich bei Tomb Raider gesehen. Ah ja, okay. Er hat mich gespoilert. Dankeschön. Ja, das wollte ich vielleicht allein herausfinden. Okay. Ach komm, nur weil ich Vorwissen habe. Du weißt nicht, was ich eben schon durchgemacht habe. Ja, ruf mich doch einfach. Nein, ich will das ja selbst lösen und ich bin gut in diesem Tempel vorangekommen, hier. So. Wir haben wir Nummer... Da haben wir Strich. Ja, da haben wir nur Strich. Da nehmen wir nur Strich. Dann nehmen wir Strich Numero Uno. Dann brauchen wir Strich 2. Haben wir hier. Strich 3 bitte an die Rezeption. Da war ich. Strich 4. Strich 4, Strich 4, Strich 4. Da. Und dann die zwei Striche. Die haben wir da hinten. Was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass das tatsächlich die Reihenfolge auf diesem komischen Maya-Kalender auch wäre. Könnte gut sein, ja. Und dann haben wir wieder Geistergestalten. Geister.
da reingreifen. So hat er seinen Arm verloren. Jetzt wissen wir es. Mach's ein paar Wichser. Lass mich nicht zurück. Ja, und so verlor er seinen Arm. Dun, dun, dun. Jetzt ist alles vollkommen klar. Sag mal, ist Sherlock eigentlich auf Pilzen, dass er die Geister sieht? Ja, ist er. Okay. Och nö, geht's jetzt weiter in der... Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gott sei Dank nicht! Ich hab schon gedacht, ich müsste da jetzt noch rauskommen. Gott sei Dank nicht. Hilfe! Oh, ach ja, ich war ja in dem Clubhaus, da war ja was. Gut, gucken wir doch mal hier rein. Hallo. Ja, und so kam die Krankheit zustande. Die Teilnehmer an der Expedition ließen aber im Tempel zurück, nachdem er seinen Arm verloren hatte. Bam, 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 bam. Albert gibt die Schuld an seinem Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sinnt auf Rache und könnte diesen Beruf... Könntest du bitte hinter meinem Rücken wegkommen? Das macht mich kirre. Er sinnt auf Rache und könnte zu diesem Behufe... Okay, den Fluch für sich nutzen. Keine Rache. Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist. Er will sich an niemandem rächen. Natürlich will der Rache. Haben wir noch irgendwas? Ja, das steht nicht in Verbindung miteinander. So viel kann ich dir sagen. Gut. Er will Rache. Okay, das steht vielleicht doch in Verbindung miteinander, wenn das schon wieder geht. Wirklich? Okay. Kleine Statue. Eine Person von kleiner Statur. Ach, Statur. Nicht Statue. Statur, ja. Eine Person von kleiner Statur. Möglicherweise Albert's Sohn. Könnte durch das kleine Fenster im Dach passen. Stimmt. Ich habe ja vorhin noch erwähnt, dass das ziemlich klein war. Sohn ist unschuldig. Ein kleines Kind ist nicht kräftig und durchtrieben genug, um jemanden zu ermorden. Verdächtiger ist klein. Albert lügt über seinen Sohn. Das Bett könnte einer Person von kleiner Statur gehören. Und diese Person könnte auch der Mörder sein. Nein, der Sohn ist unschuldig, aber ich glaube einfach. Ach ja, ich glaube, der Sohn ist unschuldig. Aber an sich passt das mit dem Bett ja auch dazu. Ach, ich weiß es nicht, das ist doch alles Kacke. So. Das Ding ist noch offen, ich muss da noch irgendwas tun. Das habe ich gelernt. Wenn ich das hier so mache. Was haben wir denn hier? Ja, nee, das passt. Aber er hat davon gewusst, das weiß ich auch. Das war auch so, aber er ist es nicht. Das ist das Problem. Die Statue von Tikkun Oman. Nein, Automat. Da. Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt.
Nein, ich bin davon... Hallo? Was? Nein, das will ich ja nicht. Das passt nicht. Nein. Was haben wir denn hier? Ja, nee, warte mal. Nee. Das wollte ich ja nicht. Das passt ja nicht hier. Nein, der ist nicht. Der ist nicht schuldig. Nein. Okay. Ja, ich weiß nicht. Diese Schlussfolgerung können Sie nicht ziehen, weil Ihre Herleitung sich widerspricht. So ist das also. Okay, ich bin verwirrt. Er hatte die Gelegenheit. Was passiert, wenn ich mache, er hat es nicht gewusst? Dann ist es trotzdem rot. Okay. Er hatte. Ich weiß aber, dass er. Verdächtiger ist an sich ja nicht so klein. Er hätte durch das. Aber warum sollte sein eigener Sohn ihn angreifen? Das passt ja auch nicht. Ach nein, warte. Warum sollte sein eigener Sohn ihn angreifen? Das ist halt die Frage. Das war ein Automat, da bin ich mir ziemlich sicher. Hä? Hatte ich vorher kein Automat? Upsala. Ja doch, das ist ein Automat. Habe ich noch irgendwelche Hinweise? Kriege ich noch irgendwas dazu? Ja, das war klar und er hat das Ding gebaut, das wissen wir ja auch. Aber hier sind ja noch so Schlussfolgerungspunkte dazwischen eigentlich. Das ist einfach alles verwirrend. Ich bin verwirrt. Nein, ich glaube, er möchte keine Rache. Das Tempelmodell. Ja, das haben wir hier. Schön. Was kann ich denn hier noch tun? Ja, rennende Statue. Und damit haben wir ja dann hier den Automaten. Die Sache ist, er hatte... Was haben wir dann hier? Gut, Zeuge. Sir Charles sah das zur Tatzeit Bernard Marleys Automaten wegrennen. Ja, das passt schon. Er wusste bloß nicht, dass es ein Automat war. Das stimmt schon. Können wir jetzt hier noch weiterkommen irgendwie so? Nein, natürlich nicht. Nein. Gut. Dann bleiben wir dabei. Und dann kann das hier, das auch so bleiben. Hier könnte noch... Ich meine, hier war irgendwo noch was, ne? Nein. Er denkt ja, er wäre der Auserwählte und damit haben wir da den Zeugen.
Hier haben wir den Bubbel, den großen. Ja, rein theoretisch müsste ich jetzt alles haben, aber ich weiß nicht, wie ich es verbinden muss. Ja, rein theoretisch hätte auch jede andere. Okay, so also. Gut. Marley ist schuldig. Bernard Marley glaubt an den Fluch und gestaltete seine Statuen als tödliche Automaten. Damit hoffte er, einer der Auserwählten zu werden. Keine Gnade für Marley. Bernard Marley gehört hinter Gittern. Er ist seinem Aberglauben gefolgt und hat kaltblütig getötet. Gnade für Marley. Bernard Marley ist verrückt und braucht professionelle Hilfe. In einem Sanatorium wäre er besser aufgehoben als im Gefängnis. Ja, das ist die gute Frage. An sich, er hat Leute ermordet, das stimmt schon. Und er hat es mit so einer... Ja, er hat so präzise alles geplant. Ja, an sich würde ich sagen, klar, er ist ein Mörder. Aber dadurch, dass er einfach keinen klaren Verstand hat, dadurch, dass er wirklich denkt, dieser Fluch hat ihn befallen, würde ich ihn eher in das Sanatorium stecken. Allerdings ist das keine Entschuldigung dafür, Leute zu morden. Aber ich werde ihn trotzdem in das Sanatorium stecken. Schwierige Entscheidung, finde ich jetzt persönlich. Ja, ich bestätige die Bescheidung. Oh Gott, was ist denn in meinem Kopf los? Entscheidung. Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun Umaan? Tekun Umaan wurde gerecht, Mr. Marley. Es ist vorbei. Haben Sie keine Angst. Folgen Sie uns einfach. Ihnen folgen? Warum? Keine Sorge, es ist nicht Ihre Schuld. Ab jetzt werden sich Spezialisten um Sie kümmern und Ihnen helfen. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Nein, Sie sind verrückt. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich mich schon wieder falsch entschieden habe. 5% sind ja noch weniger. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das Problem ist... Gehen wir mal auf Entscheidung prüfen. 19 von 19. Wahrscheinlich haben die meisten Leute ihn trotzdem hinter Gittern gesteckt. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Wir werden mal gucken. Ich gehe mal gerade auf Entscheidung ändern. Ja. Gehen dann hier drauf. Und gehe dann auf keine Gnade. Und gucken dann mal, was da so kommt. Was ist los? Ist noch jemand gestorben? War es wieder Tekun Umaan? Nein, und das wissen Sie genau. Denn Sie sind der ausführende Arm dieses Fluches. Ich? Nein. Ich glaube gar nicht an diesen ganzen Unsinn. Ich muss Sie leider in die Hände der Justiz übergeben, Mr. Marley. 7%. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, wahrscheinlich, habe ich noch irgendwas nicht gefunden. Nein, ich habe ja alles gefunden. Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt.
Ich werde das, glaube ich, gleich mal nachgucken. Nachdem ich das hier beendet habe, allerdings erst. Denn ich werde ihn jetzt einweisen lassen, es tut mir leid. Ja, das wissen wir, er ist schuldig, blam. So, lassen wir ihn einweisen. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen schuldig. Kann ich Was das überspringen? Ihnen oh, ja. So. Nur 5% haben diese Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich habe ich wirklich irgendwas falsch gemacht, aber ich habe 19 von 19 Hinweisen gefunden. Er hat die ganzen Sachen konstruiert. Die Sache ist, ja, er hat die Sachen konstruiert, aber ach, es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Rein theoretisch. Entscheidung Ende. So, auf ein neues. Er hat die Sachen konstruiert. Probieren wir das mal so. Wenn es aber wirklich der Albert war, der aus Rache gehandelt hat, ja? Dann rein theoretisch ist das möglich, hat man ja gesehen, aber wir gehen mal auf nicht. Die rennende Statue. Dann würde ich erstmal hier drauf gehen. Ja, auserwählt. Dass er Furcht davor hatte, er hat sich ja auch geschützt davor. Stärke. Die Person, die Zacharias Grayscope getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf durchzuführen. Das würde hiermit aber in Konflikt geraten. Was haben wir denn hier? Wenn wir hier auf verbittert gehen, dann haben wir hier Albert ist schuldig. Albert hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Grayscope und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen seien. Könnte man irgendwo verstehen, weil sowieso keiner über die Sache redet. Ich glaube aber einfach nicht, dass es der Sohn war. Albert hat aus Rache getötet mit einem zwergwüchsigen Komplizen. Sie sollten beide ins Gefängnis gehen. An sich, ja. Wenn es der Sohn ist, nein. Gnade für Albert. Albert hat nicht mehr lange zu leben und wird niemanden mehr töten können. Sein zwergwüchsiger Komplize stand unter seinem Befehl. Beide sollten auf freiem Fuß bleiben. Die Sache ist, ja, ja, er hat nicht mehr lange zu leben. Trotzdem, ja, trotzdem hat er Menschen umgebracht, wenn er es denn war. Wie gesagt, wenn es ein zwergwüchsiger Komplize wäre, ist das kein Problem. Wäre es allerdings der Sohn, dann wäre ich nicht konform damit. Ich hoffe mal, es war nicht der Sohn. Und da gucken wir mal, wie da die Entscheidung ausgeht. Ich finde das einfach kompliziert und ich überziehe die Folge einfach sehr, 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 sehr gerade. Mr. Orbit. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch? Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Das hier ist nichts für Kinder. Ach, nur eine Sekunde, bitte. Ups. Und ein Pygmäe? Wie ich vermutet habe, er brachte ihn aus Brasilien mit.
Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Absolut richtig. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Das mit der Sklaverei jetzt hatte ich schon wieder komplett klar vergessen. Sie und ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für ihre Taten büßen. Wenn ich sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. Ach ja. Das ist korrekt. Albert verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn im Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seinen Komplizen begangen und sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. Ja, damit kann ich leben. Wenn es nicht der Sohn war, wie man jetzt gesehen hat, er war es nicht. Also, damit bin ich zufrieden. Yippie! Und damit haben wir dann auch den zweiten Fall gelöst. Und wenn die Folge zu lang ist, dann werde ich sie trotzdem mittendrin schneiden. Wäre doof, aber muss dann wahrscheinlich leider sein. Naja, das Ganze werden wir dann später mal sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal haben wir dann Schein oder Sein. Das wäre dann der dritte Fall im Bunde. Und dann fehlt nur noch Nummer 4 danach. Okay, ich hoffe, ihr schaut weiter. Tschüssi!